Endeffekt alles das, was wir bei Patienten behandeln können, ohne Schnitte in den Körper machen zu können. Also zum Beispiel bei der Steinbehandlung, wenn wir durch die Harnröhre und den Harnleiter gehen und Nierensteine oder Harnleitersteine mit dünnen Geräten und Arbeitselementen entfernen, ohne dafür Einschnitte in die Haut zu machen, wie bei den klassischen offenen Operationen oder wie bei der Behandlung von Blasentumoren durch die Harnröhre, aber auch bei der gutartigen Prostatavergrößerung. Die Schlüssellochchirurgie oder die Laparoskopie oder auch die Da Vinci-roboterassistierte Chirurgie, die wir auch viel anbieten bei uns in den Kliniken, unterscheidet sich von der Endourologie dadurch, dass wir tatsächlich nur durch natürliche Körperöffnungen gehen. Wir machen keine Einschnitte, wir gehen keine Wege von der Haut durch die Bauchmuskulatur, um bestimmte Operationen durchzuführen, was da dann auch notwendig ist, sondern wir nutzen einfach natürliche Körperwege, die Harnröhre zum Beispiel, um in die Blase zu kommen und da Patienten, die vielleicht einen Blasentumor haben, sicher zu behandeln. Die Vorteile der Endourologie liegen im Endeffekt durch den wenig invasiven Zugang auf der Hand, dadurch, dass wir nicht schneiden müssen und die Benutzung eines Skalpells dann eher eine Ausnahme ist, ist es für die Patienten extrem schonend. Ja, wir machen de facto keine Verletzungen, sondern wir können einfach ganz direkt an den entsprechenden Stein, an den Blasentumor oder an die gutartige Prostatavergrößerung gehen, können die Patienten behandeln, sodass wir hier einen ganz schonenden Zugangsweg haben.